Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Remake von Resident Evil 2. Wir spielen weiter in Leon. Oh, da klopft es gleich mal ans Fenster. Ein Brett haben wir noch, also direkt vernageln. Und weiter geht's. Ja, wir befinden uns hier wieder in der Polizeistation, wollte ich sagen. Shit, da war ich ein bisschen schnell unterwegs. Boah, was ist hier los? Geht ja gleich richtig gut los hier. Das ist jetzt auf der anderen Seite, wo ich ganz am Anfang den einen Polizisten durchgezogen habe, hier durch das Tor. Tatsache. Das ist er. Ja. Der da total zerfetzt wurde. Ja, toll. Was hat mir das Ganze jetzt gebracht? Ja gut. Ich renne erstmal wieder zur Kiste und hole mir da wieder ein bisschen Lebensenergie. Ja. Sicher ist sicher. Boah, geht also wieder genauso los, wie das letzte Video aufgehört hat. Richtig viel Action hier. So. Ja, ein grünes. Sollte reichen, oder? Ja. So, was haben wir noch? Schlüssel. Magnum-Munition konnte ich erstmal verstauen. Bringt mir nichts ohne die Magnum. Hey. So, den Tresorraum. Ach so, mit dem Cursor wieder bewegen. So, und jetzt nicht wundern, dass es beim ersten Mal klappt. Ich habe hier einen kleinen Schnitt gemacht und habe das ein paar Mal versucht. Und ja, wenn man die Reihenfolge raus hat, ist das ganz easy. Nur ich wollte euch meine ganzen Versuche jetzt nicht antun hier. So, jetzt habe ich die Taste gefunden. Für... Was war denn das? Okay, wie komme ich da jetzt am besten hin? Vor allem ohne vielen Gegnern über den Weg zu laufen. Das ist ja auch mal ganz wichtig. So, da komme ich jetzt auch rein. Schießpulver, jawohl. Haben wir hier? Ach, den zweiten Tresor. Jawohl, da wird dann wohl
logischerweise die andere Taste drin sein. Mehr gibt es hier nicht zu sehen, außer ein paar schmutzige Socken und ein paar Handtücher. Gut, dann versuchen wir auch den mal zu öffnen. Rechts, so, der war daneben. Ist der? Nicht? Hat einer gefehlt. Die drei? Ne, der war's nicht. Okay, also nochmal von vorne. Der, der, der. Ah, hier können wir weitermachen. Halt den. So. So, und jetzt die vom Anfang. Natürlich den falschen erwischt. Ja, diesmal wollte ich es euch doch zeigen. Jetzt wisst ihr auch, warum ich es euch beim ersten Mal erspart habe. So, es müsste jetzt der sein. Und offen ist er. Gut. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube da oben, also geradeaus. Aber schön vorsichtig. Ah. Ja, hier rennt auch immer noch dieser Licker rum. Und ich habe nur noch zwei Schuss mit der Flinte. Und die Viecher halten ja ganz schön was aus. Ah, ich kann noch nichts kombinieren. Fünf Schuss noch für die Pistole und zwei für die Flinte. Oh, da komme ich echt nicht weit mit. Also ich muss raus und dann nach rechts. Und das Ganze so schnell wie es geht. Okay. Boah, irgendwo ist er. So, schnell rein. Hier sind wir auf jeden Fall erstmal sicher. Und wir haben die Dunkelkammer gefunden. Hier können wir jetzt noch den Film entwickeln. Spind in 3F. DCM.
Ja, alles klar. Also den bekommen wir auch gleich auf. In 3F, oberstes Stockwerk. Das ist halt die Frage, wo da der Spind war. Aber so weit sind wir ja auch nicht. Das heißt, wir müssen erstmal die Treppe hoch. Ja, muss ich mir alles genau einprägen. Ich habe keine Lust, hier alle 2 Sekunden auf die Karte zu klicken. Deswegen gucke ich mir das Ganze lieber ein bisschen genauer an. Oh, lol. Die hätte ich auch vorhin irgendwann schon mal öffnen können. So, gab jetzt nicht Unmengen Munition, aber immerhin. So, ja, dann kombinieren wir zu normaler Pistolenmunition. Ist egal, aber ein bisschen was brauchen wir. Immerhin jetzt wieder 23 Schuss. Speichern wir lieber mal. Immerhin habe ich eben die beiden kleinen Tresore geöffnet. Da habe ich keine Lust, dass ich das nochmal machen muss. Boah, wo ist er? Ah, dammit! Ich dachte, er geht einfach vorbei. Okay, jetzt die Beine in die Hand nehmen. Uah, lass mich rein da. Okay, die können zum Glück keine Türen öffnen. Ja, los, mach drauf da. Hey, hey. So, 102, 103. Wenn ich so drüber nachdenke, hätte man ja auch einfach die 8 oder so lösen können vom Feld und ja, da wo die 2 und die 3 normalerweise sitzen, hinpacken können. Aber nun gut. Soweit ja nur die Theorie. Okay, 105 war nichts. Das ist auch nichts. Schrotflintenmunition. Und was haben wir hier? Noch eine Gürteltasche. Also 208. Na gut, dass ich die 8 doch nicht ausgebaut habe. Wenn es gegangen wäre. Geht ja auch nicht. So, und die 203. Müsste eigentlich alles offen sein jetzt. Und Schrotflintenmunition, Gott sei Dank. Aber ich bin noch ziemlich angeschlagen. Gesundheit schon im orangen Bereich. Das heißt, ein Treffer von dem Licker könnte mich töten. Ah, der wartet natürlich auch genau vor der Tür.
Aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss hier wieder raus. Sitzt er auch noch genau vor der Tür oder was? Wie mein Hund. Der legt sich auch immer genau vor die Tür. Ja, ich muss die Treppe hoch. Ich schaue mir das Ganze jetzt ruhig ganz in Ruhe an und hoffe, dass sich der in der Zwischenzeit hier verzogen hat. Nein, hat er nicht. Los, geh woanders spielen. Geil, ich versuch's. Hier scheint auch noch irgendwas zu sein. Der Raum ist auf jeden Fall noch rot. Marvin! Oh nein. Verdammt! Der arme Marvin. Was? Tut mir leid, Marvin. Alter. Aber ich wollte jetzt nicht, dass er nochmal aufsteht. So, den können wir auch verstauen. Ich bin mir nämlich mittlerweile ziemlich sicher, dass man alle Gegenstände, die diesen roten Haken unten dran haben, nicht mehr benötigt. Wegschmeißen tue ich sie trotzdem nicht. Aber ich glaube, so ist es. So, hier können keine mehr sein. Und ich denke mal, wenn ich gleich hier ganz nach oben gehe, dann komme ich da am einfachsten durch. Uah, falsch gedacht. Oh nein. Reißen die da drinnen die Wände ein oder was? Er kommt natürlich durch. Oh Gott sei Dank. Der Licker ist hinten geblieben. Schön das Bein weggeschossen. Ja gut, da oben durch macht leider wenig Sinn jetzt. Mal sehen, aber ich habe ja noch die Kurbel. Na toll. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich die hier benutzen kann. Aber anscheinend nicht. Da brauche ich wohl einen anderen Hebel. Damn it. Gut, da oben will ich jetzt auch nicht lang. Muss ich einen anderen Weg finden. Also erstmal wieder raus hier.
Ja, ich muss eigentlich ganz außen rum, wenn ich das richtig sehe. Ja, dadurch kam ich nicht. Oh, alles blutverschmiert hier. Nur die Hemden da, die sind noch strahlend weiß. Ja, schnell. Boah. Das war knapp. Hier geht's hoch. Und hier haben wir auch direkt den Spind. G. C. M. Nee, hier war ich aber noch nicht. Oder doch? Doch, doch, doch. Damn it, jetzt bin ich aber wieder hier. Boah, lass mich durch. Shit. An alle Überlebenden. Betrachtet dies als Geschenk für alle, die das Pech haben, noch am Leben zu sein. Haltet die Augen nach den unheimlichen Mistkerlen offen, die wie Gehäutete aussehen. Wir nennen sie Licker. Sie sind zwar blind wie Maulwürfe, besitzen dafür aber einen überragenden Hörsinn. Solange man nicht wie ein Volltrottel ballernd durch die Gegend rennt, kann man an ihnen vorbeischleichen. Wahrscheinlich. Macht es einfach wie meine Oma. Geht so langsam wie möglich an den Dingern vorbei. Ich muss jetzt los. Die Pflicht ruft. Und außerdem muss ich einen Freund rächen. David. Naja, an den Dingern vorbeischleichen, ist klar. Ich war doch ganz ruhig. Oh nein, hier ist ja auch noch einer drin. Ja, ist klar. Blind. Soweit war ich auch schon. Aber einfach an den Dingern vorbeischleichen. Klappt leider nicht jedes Mal. Hat man jetzt wirklich gesehen. Da habe ich ganz in Ruhe die Notiz gelesen und er hat mich trotzdem gefunden. Boah, jetzt bin ich auch total angeschlagen hier. Ja gut, mir geht's immer noch besser als Marvin. Hat er hier irgendwas liegen lassen? Leider nicht. Boah. Marvin sieht verdammt übel aus. So, schnell an die Kiste. So, nochmal gucken. Grüne Kräuter, Verletzungen. Ja, also die roten Kräuter benutzen, um die Wirkung von den anderen Kräutern zu steigern. So, halt, nee, noch nicht speichern. Erstmal heilen. So, jetzt probieren wir das mal. Rot und Rot. Ach, das geht nicht. Schade, ich dachte, das gibt dann so ein super Kräuter. Gut, nehmen wir ein grünes mit. Das kombinieren wir mit dem roten.
Jetzt mal sehen, ob uns das wieder komplett voll heilt. Ja, mega. Das hat mal super funktioniert. Magnum-Munition habe ich langsam ganz gut. Fehlt nur immer noch die Magnum. Gut, die versuchen wir dann auf jeden Fall im nächsten Teil zu finden. Und jetzt kombinieren wir das nochmal kurz. Und dann denke ich, das reicht für heute. Jetzt noch abspeichern und wenn es euch gefallen hat, immer einen Daumen da lassen. Würde mich tierisch drüber freuen. Ordentlich kommentieren. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich speichere jetzt nur noch kurz ab. Und sage schon mal, bis dann.